Guten Morgen, Freitag heute, der 22. Januar. Bisschen Verspätung, die Technik hat gerade nicht so mitgespielt, wie sie sollte. Der Stream lief nicht sauber an. Aber jetzt haben wir hoffentlich alles sauber da. Der Ton und das Bild sollten gut rüberkommen hier auf Facebook und auch auf Zoom in der Live-Besprechung hier. Und ich freue mich, dass wir heute wieder ein paar interessante Werte auf der Uhr haben. Wir sehen es im Hintergrund schon zum Beispiel. Bei den Währungen Euro Schweizer Franken steht vor einer möglichen Abwärtsphase. Das gucken wir uns heute mal genau an. Da gab es ja ähm, immer wieder Interventionen der Schweizer Nationalbank. Mal schauen, äh, wie das Ganze hier an dieser Stelle weitergehen kann. Charttechnisch gibt es hier sehr, sehr Interessantes zu berichten. Des Weiteren auf der Uhr im Währungsbereich Australdollar, US-Dollar und das Währungspaar britischer Pfund Schweizer Franken. Dann. Wie jede Woche Freitag, der Blick auf die großen Indizes schwächelt momentan ein bisschen nach dem guten Schub von vorgestern. Muss man sehen, wie es weitergeht zum Wochenausklang. Wir wissen immer, dass am Wochenausklang auch das Thema Covid-19 eine Rolle spielt. Es wird langsam immer weniger, aber in den USA haben wir richtig heftige Sachen. Da geht man mittlerweile, wenn ich das richtig verstanden habe bei den Todesraten äh, auf über eine halbe Million oder auf eine halbe Million zu, das ist schon sehr besorgniserregend. Ähm, das Thema steht halt immer wieder auf der Agenda und irgendwelche Hirb-Botschaften, die übers Wochenende reinkommen können, die sind halt nie auszuschließen. Sowas wie wir jetzt beispielsweise gehört haben hier bei uns in Deutschland, BioNTech, äh, Pfizer hat Produktionsprobleme oder Engpässe, weil eine Anlage umgebaut werden muss, um sozusagen den, ähm, ja, sag ich mal, der hohen Nachfrage nachzukommen. Das ist natürlich immer schlecht. Ja. Und wenn sowas übers Wochenende aus den USA kommt, wo äh, ja die Nachfrage äh, drastisch höher ist als hier bei uns äh, in Europa bzw. in Deutschland, ähm, dann hat das ganz, ganz andere Auswirkungen. Ja. Und das sind halt wirklich wichtige Sachen, wo man sagt: gut, dann ist es relativ normal äh, mittlerweile, dass die Händler vor dem Wochenende auch mal so ein bisschen in Deckung gehen. Was draus wird, das werden wir nächste Woche sehen. Na, das können wir heute natürlich noch nicht genau sagen, aber wir schauen uns natürlich die Indizes an. An. Und natürlich haben wir hier auch Zeit für den einen oder anderen Wunschmarkt. Ich sehe schon die Guten Morgen-Grüße kommen auch rein. Auf Zoom ist alles in Ordnung. Facebook ebenfalls. Jawohl, da ist er <laughs> ein bisschen später heute. Das Ganze. Okay, äh, Frage zum UK 100. Das passt. Ähm, ob da was hält oder nicht, gucken wir uns gleich an. Zumindest. Können wir mal schauen, wie der Chart jetzt ausschaut? Ob so eine Marke dann hält, weiß ich natürlich nicht, weil ich nicht in der Lage bin, dafür zu sorgen, dass sie hält. Also gucken wir uns das Ganze gleich mal in den Live-Charts entsprechend an. Zuvor, wie immer, der Blick aufs Risiko, der hier Risiko hinweist, da bitte ich ein Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit sind wir schon bei den Nachrichten für den heutigen Tag. Wir sehen es hier. Um halb zehn gibt es Daten hier bei uns aus Deutschland vom Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistung. Gibt es heute Vormittag übrigens auch aus Großbritannien. Hier aus der EU bekommen wir das Ganze und dann am Nachmittag in den USA ebenfalls Einkaufsmanager-Indizes hier fürs verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistung und dazu dann noch die Verkäufe bestehender Häuser und die Rohöllagerbestände, die kommen ja im Normalfall immer mittwochs, aber weil wir hier diese Woche den Feiertag am Montag hatten, dann das Thema Präsidentschaft, hat sich alles ein bisschen verzogen. Aus diesem Grund das Ganze heute und natürlich wie immer für diejenigen, die drauf schauen, die COT Reports heute Abend wie immer. Wenn bei uns in Deutschland das Wochenende quasi schon bekommen hat, um 21.30 Uhr steht es heute auf der Uhr. Das zu den Nachrichten für heute. Ja, und ich muss sagen, wir machen die Nachrichten jetzt noch weiter. Das heißt, wir schauen, was war diese Woche ähm, und dann das Ganze noch mit besprechen. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Montag genau, das ist jetzt der Wochenrückblick. Ich war noch ein bisschen verwirrt, aber das war diese Woche so lang dass ich das aufgeteilt habe. Deswegen hier zwei Folien. Montag gab es das BIP aus China. Gute Zahlen, das hatte ich schon gesagt. Alles schön in grün. Das sieht auf Fortschritt aus. Wir haben auch gehört, die, der Exportüberschuss, also der Bilanzüberschuss von China. Da hat China erstmals seit langem Deutschland überholt. China hat. So viel exportiert wie noch nie. Ich hatte es ja schon mal gesagt, ich glaube, Donald Trump ist mit seinem Plan, China eins äh, ja, auszuwischen, beim Thema Exporter irgendwie nicht so richtig ans Ziel gekommen. Das sieht man mal, welche Macht das Land auch hat und welche Macht die Welt auch hat. Ja, denn wenn die Welt in China nicht kaufen würde, würde China nicht so viel produzieren zum Export. Bei uns in Deutschland leckt es ein bisschen ganz klar, das ist Corona bedingt. Die Exporte die sind nicht ganz so stark wie in den Vorjahren. Da gab es deutliche Einschränkungen. Das spüren wir aktuell auch im Wachstum. Also das haben wir hier äh, zum Thema China bekommen, äh, dann äh, sozusagen am Dienstag die zdb Konjunkturerwartungen. Und das, das ist wirklich interessant. Das ist eine schöne Sache, denn wir sehen hier Optimismus. Wir sind weiterhin mitten in der Krise, Covid-19, das ist nicht wegzuwischen. Aber die Erwartungen, und das ist das Wichtige für die Wirtschaft, es spielt... Klar, für die aktuelle Lage spielt es natürlich ähm, eine große, große Rolle, wo wir gerade jetzt stehen. Ja? Nur, man weiß ja, dass die Welt sich weiter dreht ähm, und man geht auch davon aus, dass es eine Zeit nach Covid-19 gibt. Ja? Und deswegen sind die Erwartungen halt wichtig und die Erwartungen sehen wir, die steigen an. Beim letzten Mal waren es 55, die Analysten haben 60 erwartet. Letztendlich hat der Blick in die Umfragebögen hier eine, einen Wert von. 61,8 für Januar ergeben und das ist schon. Es ist positiv und das ist die wichtige Message sozusagen. Was gab es noch? Am Mittwoch haben wir sozusagen Daten bekommen äh, von den Verbraucherpreisen in äh, Großbritannien für den Dezember. Leichter Anstieg, 0,6%. Verbraucherpreis äh, das gleiche äh, für die EU. Hier bleibt alles stillstehen, minus 0,3 Prozent. Und dann haben wir am Donnerstag EZB-Sitzung gehabt und äh, bei der EZB, da ist das passiert. Naja, womit man gerechnet hat. Ne? Es wurde nichts am Leitzins gemacht. Das ist alles geblieben, wie es war. Hier die Fazilität, die Einlagenfazilität bei minus 0,5 Prozent. Ähm, und das Ganze hier die Zinsentscheidung für den Januar sozusagen alles beim alten 0% Prozent an dieser Stelle. Aber ähm, wichtig ist ja immer, was steht denn noch im Begleittext drin? Und den habe ich mir mal ausgedruckt hier an dieser Stelle, um einfach nur mal kurz drauf zu gehen. Was gesagt wurde, was die EZB sozusagen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weiter auf der Uhr hat. Und da konnte man äh, wie immer sehr genau rauslesen, äh, dass die EZB weiterhin ja, die Schleusen offen hält. Äh, das heißt, im Endeffekt zinstechnisch wird da erstmal nichts passieren, bis wir eine ordentliche Inflation haben. Das ist das eine. Dann haben wir ja immer noch die, das Thema der Anleihekäufe. Das ist ja ein sehr sehr wichtiges Thema. Das heißt, das sind die Stützen äh, für die gebeutelte EU sozusagen. Und da ist es halt so, dass die ähm, die Ankäufe im Rahmen des Pandemie Notfallankaufprogramms äh, weiter fortgesetzt werden und zwar erst mal mindestens bis Ende März 2022 und zwar haben wir hier einen Gesamtumfang, jetzt bitte äh, festhalten, von 1,85 Milliarden ähm, ja, Euro. Das äh, Thema ist hier entsprechend da und was halt auch nicht gemacht wird, ist zu sagen, okay danach ist Schluss, sondern es heißt wirklich mindestens, man macht das Ganze so lange, bis das Thema Pandemie und deren Auswirkungen hier, soweit wie es geht, vom Tisch auch weg ist. Das haben wir dazu. Und dann haben wir noch die Notfallankäufe im Rahmen des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten, da läuft ja auch etwas mit einer Pace von 20 ähm, Milliarden Euro pro Monat und auch das wird fortgesetzt, äh, so wird es hier zu lesen, ähm, sozusagen bis, äh, wie steht es hier geschrieben, das Ganze wird fortgesetzt, äh, bis äh, es äh, möglich ist, das Ganze auszusetzen, also grob gesagt, die Tür ist dort offen und deswegen äh, ja, ist es, wie es ist und äh, die Geldschleusen. Die bleiben weiter offen. Und das Thema ähm, Liquiditätsengpass äh, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für die EZB. Und die EZB versucht auch hier ähm, Liquiditätsengpässe in der Wirtschaft bei den Banken zu vermeiden. Und deswegen die klare Botschaft alles ist möglich. So, das war mal das, was gesagt wurde. Das war das, was auch schon mehr oder weniger bekannt gewesen ist, dass es gab jetzt keine dramatischen Änderungen, sonst hätten wir das massiv an Kursausschlägen an den Indizes oder den Währungen gesehen von der Seite her. Kann man sagen, ähm, der Markt hat äh, mit dem, was kam, gerechnet. Er wurde nicht enttäuscht, er wurde auch nicht euphorisch überrascht von der Seite her. Dort alles äh, vernünftig. Also das passt äh, und äh, das Ganze läuft hier einfach Stück für Stück auch weiter. Das quasi sozusagen ähm, zu gestern und ähm, ja. Damit wäre die Wochenbesprechung mal durch. Was heute kommt, hatten wir ja besprochen. Das müssen wir noch wissen. Wir haben hier noch die Nachrichtenvorschau für die nächste Woche. Das planen wir ja auch immer, weil... Man weiß ja inzwischen, dass es immer gut ist, vorbereitet zu sein oder aber, sagen wir mal, sich selbst vorzubereiten, in seinen Trades irgendwo Positionen abzusichern, Teilgewinnmitnahmen zu machen. Das sind ja alles Dinge. Dafür nutzt man einfach Nachrichten, um einen Plan zu haben, um zu schauen, was könnte denn passieren und sich entsprechend darauf einzustellen. Dazu gibt es am Montag den IFO-Geschäftsklimaindex in Deutschland für Januar. Am Dienstag kriegen wir ähm, aus Großbritannien Arbeitslosenzahlen äh, und und dann äh, das Konferenzbord Verbrauchervertrauen. Am Mittwoch gibt es aus den USA den Auftragseingang für langlebige Güter. Und da wieder hake ich gleich nochmal ein. Das ist ein wichtiges Thema. Denn ich sage es immer wieder, langfristige Güter kauft man sich nur, wenn man davon ausgeht, dass langfristig alles gut wird, sonst kauft man sich das nicht. Ja, ich sage dazu immer so ein Beispiel, wenn ich weiß, dass ich ab nächste Woche kein Auto mehr brauche, kaufe ich mir heute kein neues Auto mehr. Das sind die Dinge, die hier sind und ein Auto ist eher ein längerfristiges Gut, was man hat, ja, auch wenn der ein oder andere ein Auto alle ein, zwei Jahre tauscht. Aber im Normalfall fährt man ein Auto als Privater, gerade auch ein bisschen länger. Bei den Firmen sieht das ganz genauso aus. Ich baue nur eine neue Betriebsanlage auf, wenn ich auch weiß für die nächste. Jahre brauche ich das Teil, sonst mache ich diese Investition natürlich nicht. Und dann ist am Mittwoch der, äh, der FED-Entscheid, also hier äh, die Pressekonferenz und der Zinsentscheid der FED. Das wird wieder sehr, sehr wichtig. Bis dahin kann es durchaus sein, dass die Indizes noch ein bisschen zurückkommen. Ähm, muss man sehen, was wird, aber das hat der Markt ganz klar auf der Uhr und davor geht es entweder ein bisschen in Deckung ähm, oder der Markt ist relativ ruhig, so wie es jetzt ausschaut muss man sehen, ob vorher noch euphorisch was eingepreist wird oder nicht. Aber wir haben diesen wichtigen Event nächste Woche auf der Uhr und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Donnerstag gibt es das BIP in den USA und die Verkäufe neuer Häuser und am Freitag dann Thema Bruttoinlandsprodukt hier bei uns in Deutschland. Die Arbeitslosenzahlen bekommen wir und ähm, die schwebenden Hausverkäufe für die USA. Das sind wichtige Faktoren, wichtige Fakten, die wir haben, auch für die äh, wirtschaftlichen Rahmendaten in der kommenden Woche sozusagen. Da bekomme ich jetzt noch bei zu den Nachrichten gerade eine Frage. Äh, wo bekommt man BIP-Daten aus China her? Also vom Prinzip her, äh, wenn man es ganz leicht sich machen möchte, macht man das so wie ich, beispielsweise auf Investing. Kann man drauf schauen, ähm, dann bekommt man immer die, äh, die entsprechende Nachrichten. Ansonsten einfach äh, in Google äh, aktuelle Wirtschaftsdaten China eingeben. Ähm, Tagesnachrichten.de gibt es glaube ich auch her, her ähm, finanzen, äh, Finanzwebseiten, also da gibt es diverse. Wenn man sie nicht gerade in Real-Time haben möchte, Thema Reuters wäre da natürlich auch etwas. Also da gibt es eine ganze Menge, äh, wo man das herbekommt. Und äh, da kann man gerne auch immer mal verschiedene Daten vergleichen, aber die Zahlen sollten eigentlich stimmen, zumindest wenn sie aus den offiziellen Quellen kommen. Äh, von der Seite her ist das relativ äh, sozusagen relativ, äh, ja. Für mich jetzt nicht wirklich schwer. Oder man schaut immer mal ähm, auf, 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 auf NTV. Also das läuft ja bei mir mehr oder weniger den ganzen Tag, ähm, dass ich dort mit den Nachrichten äh, dran bin. Also ich gucke jetzt nicht den ganzen Tag Fernsehen, aber immer wenn ich dran sitze ähm, und mal ein paar Minuten äh, Luft habe, die Nachrichten zu checken, da sieht man die Daten auch immer mal durchlaufen, wenn da irgendwas kommt. Also die, 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 ich suche die jetzt nicht, die, die fliegen mir einfach so ein bisschen zu, weil ich halt relativ eng an den Märkten und auch äh, Teils mit den Nachrichten. Verbandelt bin. Gut, das passt. Und damit gehen wir, würde ich sagen, mal rein in die ja, Charts und äh, wir kommen dann im äh, zweiten Teil äh, nachher noch mal zu sprechen auf das Thema der, ähm, der Inflation. Da habe ich noch was vorbereitet, aber das machen wir dann, wenn wir die Handelsideen für heute quasi durchgesprochen haben. Heißt jetzt hier an dieser Stelle: Ich mache das Chartbild jetzt direkt auch mal noch groß und damit äh, können wir direkt reingehen. In die Chart-Besprechung, wie schon gesagt, Wunschmärkte sehr, sehr gerne rein. Äh, hier an dieser Stelle, äh, da kümmere ich mich auf alle Fälle drum. UK 100 haben wir ja schon sozusagen ähm, bekommen. Wir schauen zunächst erstmal auf das Währungspaar Schweizer Franken und zwar Euro-Schweizer Franken hier in diesem Zusammenhang. Und da mal wieder ein Blick in den Wochenchart. Ne? Man sieht es in allen. Den letzten Tagen habe ich immer mal wieder die Wochencharts auf der Uhr, äh, weil wir halt wichtige Bewegungen gehabt haben, wo es Sinn macht, die Wochencharts mit aufzutun, zumindest mal ein großes Bild zur Orientierung zu haben. Weil wir ja inzwischen wissen, dass an den Stellen, wo die Großen hinschauen, auch die Kleinen hinschauen und dort dann Bewegung kommt. Es identifiziert sich halt einfach nur leichter, wenn man hier in die großen Charts reinschaut. Und so sehen wir beispielsweise im Euro-Schweizer Franken doch ein sehr, sehr interessantes Level an dieser Stelle. Das heißt, hier, wir sind in einem ganz, ganz großen Bild natürlich nach unten hin abwärts unterwegs. Äh, hier, also ein Abwärtstrend ist da. Es gab zwischendrin mal den Versuch, hier unten nach der Bodenbildung, um den Bereich von 1,05 nach oben zu laufen. Hier. Gab es da im wann war es denn gewesen April Mai äh, vergangenen Jahres einen deutlichen Aufschub, aber der ist versiegt. Das Kaufinteresse dort um das Widerstandslevel hier um diesen Verkaufsbereich grob um die Marke von 1,085. Das haben wir hier gesehen. Da ging es deutlich nach unten auf 1,06, dann wieder ran und dann wurde dieser Bereich hier oben immer wieder angetestet und es kam immer wieder zu Abverkäufen. Dann ging es wieder runter Richtung 1,065, dann ging es wieder nach oben in diesen Widerstandsbereich rein. Dort wird auch immer wieder abverkauft, und das ist halt jetzt das interessante Level, was wir hier an dieser Stelle haben. Verortet in einem Abwärtstrend, was wir auch sehen, ist hier oben. Wir kommen hier oben halt nicht wirklich drüber. Ne? Das sieht so ein bisschen aus ähm, wie leicht fallende ähm, Hochs, und was wir hier unten haben, sind noch leicht ansteigende Tiefs, aber. Es schaut so aus, als wenn der Markt sich eher für die Unterseite vorbereitet. Und wenn wir das jetzt hier sehen und dort auch mal das aktuelle Level sehen, wo der Markt sich gerade aufhält, sollten wir hier tatsächlich unter die 10737 drunter fallen, setzt sich hier eine Abwärtsdynamik fort, die durchaus erstmal das nächste größere Auffanglevel hier im Schweizer Franken Wochenchart anlaufen kann. Und das hätten wir hier als Marke von 10655. Das ist das Tief hier unten gewesen. Das ist interessant zu sehen und das gibt doch einiges an Spielraum hier und das sieht in diesem chart in diesem wochenchart gar nicht so viel aus aber wenn wir uns gleich sozusagen die kleineren Zeiträume anschauen sieht man dass da doch ordentlich Potenzial drinnen ist aber das wichtige Level ist halt genau diese marke hier darunter gibt es auch noch Anlaufpunkte das heißt sollte sich dieser große Trend von unten nach äh, von oben nach unten hin wieder etwas nach unten hin fortsetzen Richtung des Tiefs hier unten. Wir müssen aber immer im Hinterkopf behalten, die Intervention der Notenbank in ähm, der Schweiz kann immer wieder einsetzen. Ja, das braucht man immer so ein bisschen hinten dran. Deswegen sind diese Drehlevel so immens wichtig. Aber hier unten haben wir gesehen, die 1,05 ist schon ein Schwergewicht. Ja, ging es eine ganze Weile nicht runter äh, und dann nach oben. Also hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Handelswochen hat der Markt immer mal wieder versucht nach unten zu laufen und dann gab es diesen massiven Schub nach oben und das ist halt immer wieder der Punkt, wo man merkt, da wird verteidigt, bis dahin ist Schwungraum und das können wir im kurzfristigen Trading durchaus als Anlaufpunkte nutzen. Man braucht aber definitiv den Blick auf diese Umkehrlevel hier unten, damit man auch weiß, seine Gewinne entsprechend zu verwalten, die man da hat, wenn die Trades dort ankommen und um genau hinzuschauen. Was an diesen Stellen entsprechend passiert. Und damit gehen wir mal eben kurz in den Tageschart rein, denn im Tageschart sehen wir schon einen Abwärtstrend am Laufen. Schaut mal hier, läuft er nach unten und der ist auf Tagesbasis momentan richtungsführend und da kommt halt jetzt auch etwas ins Spiel. Das skizziere ich mal ganz kurz ein hier mit dem Zeichentool, denn es ist etwas, das, ja, hat, sage ich mal, das hat eine Relevanz, die wir brauchen, um bestimmte Dinge auch entsprechend einzuordnen. Denn wenn man sich das Bild hier mal anschaut, klar, hier gab es einen den Trend nach oben hin. Mattet mal, wir machen das mal schön in Grün einen Trend nach oben hin. Also man sieht, äh, dieses Schwankungsbereich ist da. Ne? Das bringt halt für den einen oder anderen Verwirrung. Schaut mal, hier lief es nach oben. Das war der erste initiale Schub. Dann ging es wieder nach unten. So, und dann ähm, ist der Markt wieder nach oben gelaufen. Hier oben rein. Hat auch so ein bisschen getrendet hier an diesen Stellen. Hier hoch und runter. Haben wir gesehen. Ähm, dann ging es wieder auf alle Fälle ein Stückchen weit abwärts. Äh, auf die Unterseite runter, auch wieder trendig. Also man sieht. Hier ist ein Hickhack, ein Hin und Her an dieser Stelle, ähm, das sich hier bildet. Und ähm, das macht es halt ein bisschen schwierig. Aber für den Kurzfristräder ist es halt ganz wichtig, genau hinzuschauen. Denn wenn man sich das mal anschauen will, man hat hier quasi ne, diesen Schub nach oben, hier diese ganze Seitwärtsphase mehr oder weniger, dann wieder rauf, dann runter, dann wieder ran und dann deutlich nach unten, hier diesen Bereich rausgenommen. Und dann ging es aber doch nochmal nach oben. Und da sieht man wieder. Dieses Widerstandslevel ist ganz, ganz immens. Und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir hier einen Abwärtstrend auf der Tagesbasis. Das ist das eine. Der hat getestet wieder dieses Zwischentief um die 1,0737, ist dann in die Korrektur gegangen. Und wir sehen jetzt hier, der Markt verkauft ab. Das ist wichtig zu sehen. Immer hier, das ist das korrektive Verhalten. Immer dann, wenn der Markt ein bisschen nach oben kommt, fängt er wieder an, abzuverkaufen. Und das ist interessant, jetzt hier genau hinzuschauen, denn im kleineren Bereich sehen wir da die Trendfortsetzung zur Unterseite hin. Und das ist das, was wir uns jetzt einfach mal kurz anschauen, nämlich hier mit Blick in die kleinere Zeiteinheit und zwar in den 4-Stunden-Chart. Und da, Leute, da schauen wir mal ganz genau hin, denn wir sehen hier im 4-Stunden-Chart. Moment, ich mache mal ganz kurz hier dieses oben raus. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir sehen im 4-Stunden-Chart den Verlauf des Tages, den Abwärtsverlauf. Und was wir auch sehen, ist die Schwäche hier oben. Ja, das sehen wir hier. Das habe ich mal äh, in diesen Rechtecken gekennzeichnet. Rauf, angestoßen, runter. Rauf, angestoßen, runter. Rauf, angestoßen, runter. Das ist das, was wir jetzt haben. Und wir haben hier in diesem Falle jetzt schon wieder eine korrektive Phase, wo der Markt hier rumtritt. Er stößt sich ganz stark aktuell wieder den Kopf hier oben an diesem Verkaufslevel bei 1,078,7. Äh, Natürlich hat der Markt die Chance, noch weiter oben rauf zu laufen. Ne? Das heißt, wenn wir hier nicht runterbrechen, sondern äh, doch nochmal Attacke nach oben kommt, äh, dieses Widerstandslevel hier rauszunehmen, haben wir auf der Oberseite ein paar planbare Anlaufpunkte hier. Umrahmen hier die 1,081 bzw. hier die 1,0828. Das sind Level, die sind da, die kann man durchaus auf der Uhr haben. Aber kommt es zum Ausbruch aus dieser korrektiven Phase und da sind wir ja schon deutlich dran. Ich muss das jetzt mal hier ein bisschen enger anziehen hier an dieser Stelle. Wir sind ja schon auf dem Weg nach unten. Ne? Schaut mal hier, mal schauen, ob es das Programm anzeigt. Ja, es zeigt dann. Schaut mal, das hier. Ist der korrektive Weg nach oben gewesen? Jetzt sind wir hier schon wieder am nach unten Trenden. Und das ist das, was jetzt wirklich wichtig ist. Der Aufwärtstrend der Korrektive ist gebrochen und wir sind schon wieder nach unten unterwegs. Und das sieht alles danach aus nach dem nächsten Test hier unten. Der 10737. Und wenn dieses Level fällt, das hatte ich ja gesagt, haben wir tatsächlich auf der Unterseite die Anlaufpunkte hier. Natürlich erst einmal der kurze Schwungbereich hier um die 1072. Und dann der Weg nach unten hin, wirklich schön auch offen hier 106. 5,5, 5, das größere Anlauflevel. Man kann natürlich ohne weiteres, wenn man im Kurzfristbereich unterwegs ist, hier diese Level auch mitnehmen, weil da war ja auch ein bisschen ähm, Price Action da. Da hat der Markt die Richtung auch gewechselt. Das sind immer wieder gute Anlauflevel zu nennen. Hier erstmal als Zwischenpunkt dann noch ungefähr grob die Marke von 1,067. Hier also dieses Level an dieser Stelle. Viel, viel Luft zur Chartunterseite, wenn es weitergeht. Und da. Aus diesem Grund schauen wir uns jetzt mal noch diesen Abwärtsrutsch nach unten hier an. Der geht wieder in Richtung dieser Abwärtsdynamik. Und das machen wir wie immer in der kleineren Zeiteinheit, damit wir das mal sehen. Und hier sehen wir schon den Trendverlauf. Ne? Schaut mal, hier geht es nach unten. Das war korrektiv. Jetzt wieder nach unten. Wir sehen also hier an dieser Stelle, wir, wir haben fallende Hochs. Wir haben hier unten fallende Tiefs. Und wir sehen hier unten natürlich auch eine wichtige Stelle, nämlich dieses Level hier. Und wenn es da drunter weggeht, dann setzt sich dieser Abgabedruck nach unten hin fort. Ich skizziere das kurz, was ich meine. Und damit hat man halt die Trendfortsetzung hier im Kleinstbereich. Was ist denn jetzt passiert? So, also geht das. Moment. Abwärts. Genau. Aufwärts. Bewegung. Korrektur. Na, und wenn wir hier unten drunter durchfallen, dann haben wir es da. Und was wir hier an dieser Stelle auch sehen, Leute, wir sind hier schon wieder auf dem Weg einen Abwärtstrend zu machen. Ja? Also Trend in Trend auch im kleinen hier drunter, dann hier drunter und dann geht die luzi ab zur Unterseite Euro Schweizer Franken. Also sieht momentan ein bisschen bärisch aus, würde ich sagen, hier an dieser Stelle mit Blick auf die Charts auf die diversen Zeiteinheiten in unserem Nachbarland oder mit der Währung Euro Schweizer Franken. So, machen wir weiter mit den Währungen und zwar Australdollar US-Dollar haben wir auch gleich auf der Uhr. Hier haben wir ihn stehen. Austral-Dollar, US-Dollar. Das ist hier der Star der letzten Wochen und Monate, wenn man sieht. Wo diese Währung entsprechend herkam, konnte man sehr, sehr schön treten, kann man auch weiterhin sehr, sehr schön traden. Ähm, man muss es nur, äh, sage ich mal, von der Verortung her richtig einordnen. Und da sehen wir halt jetzt hier auch wieder mal mit Blick in den Wochenchart, wo wir aktuell stehen. Wir stehen nämlich hier oben an einem starken Widerstand, an einem starken Verkaufslevel hier. Ich habe hier oben mal diesen dicken Balken reingemacht. Wartet mal kurz. Ich skaliere den mal ein bisschen um. Also dieser Bereich hier sozusagen. Das ist der wichtige Bereich, der war historisch auch immer wieder wichtig. Ne? Das sehen wir hier hinten an diesen Sachen. Das ist ein sehr, sehr starker Bereich. Und dort oben verharren wir gerade in dieser Währung. Das heißt, das ist jetzt hier der Punkt, ähm, äh, wo der Seidel ein bisschen abwartet. Aber wir könnten hier durchaus in Kürze vor einer Entscheidung stehen. Und das heißt an dieser Seite was sind denn für uns wichtige Marken was wir sehen wir sind hier extrem dynamisch hochgelaufen wir sehen auch hier der Trend läuft schön stabil nach oben hier die Aufwärtsbewegung die Korrekturen sehen wir hier auch alles schön stabil nach oben mit gelaufen das heißt der große Aufwärtstrend ist weiterhin intakt jetzt kommt es halt drauf an was passiert hier oben das heißt Moment hier ist Zeichentool wir haben hier oben und hier unten an dieser Stelle jeweils äh, die Extreme dieser Außenkerze auf Wochenbasis. Ne? Und da laufen wir momentan seitwärts. Und das ist jetzt das Wichtige. Schafft der Markt sich aufzuraffen und drüber zu laufen, dann haben wir hier schön die Korrektur im kleineren Bereich. Das heißt eine sehr, sehr flache Korrektur. Um das mal hier in der Grafik auch zu zeigen. Grün der Aufwärtstrend hier. Der letzte starke Bewegungsarm oben rein und jetzt die Korrektur hier an dieser Stelle. Wenn er aus der flachen Korrektur rauskommt und direkt dann oben drüber läuft, haben wir schöne planbare Anlaufpunkte noch auf der Oberseite. Das sehen wir hier an den kleinen schönen Wochenhochs, die wir da haben. Da ist der Weg nach oben durchaus noch mit einigem Potenzial ähm, gewappnet. Alleine, wenn man sich das mal anschaut, was wir hier an dieser Stelle haben. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal ganz kurz auf der. Tagesbasis an und da sehen wir das, was ich geschrieben oder gesagt hatte, gerade gezeichnet hatte, das ist die Konsolidierung auf hohem Niveau, aber wir sehen halt hier an dieser Stelle, schaut mal, korrektive Phase, ja, das ist hier drinnen und wir sehen auch der Markt hier, es ist innerhalb dieser hohen Konsolidierung momentan ein Trend natürlich schon vorhanden und wenn sich dieser Trend hier durch die Unterseite dieser Wochenkerze ausdehnt, also unter die Marke von ähm, 07640 fällt. Dann haben wir hier eine Möglichkeit, dass wir durchaus weiter nach unten laufen können. Und die Anlaufmarker, der nächste Anlaufpunkt an dieser Stelle. Der ist schnell gefunden und schön gesehen. Das wäre dann nämlich hier mal dieses größere Ausbruchslevel um die Marke von äh, 074 knapp 2. Das wäre der Punkt, den wir dort dann auf der Uhr haben. Das Potenzial, wenn wir durchaus runterfallen sollten. Nach oben hin natürlich das gleiche. Laufen wir oben drüber übers Zwischenhoch dieser großen Vorwochenkerze oder Vorvorwochenkerze ist ja die von vor zwei Wochen über die Marke von 078 20. Dann haben wir hier die Fortsetzung des großen Long-Szenarios mit dem Weg nach oben. Aber das ganze Spielchen hier ist ja auch interessant für die kurzfristigen Trader. Deswegen jetzt mal eben der Blick hier in die vier Stunden rein, denn wir sehen es: der Markt innerhalb dieser Seitwärtsphase ist natürlich abwärts verortet, aber wir haben auch immer wieder die Chancen, oben rauszulaufen. Und in den kleineren Zeiteinheiten sehen wir halt, was los ist. Das heißt, schaut euch das mal an hier. Die Verortung innerhalb natürlich des entsprechenden Abwärtstrends. Das ist das, was ich gerade auf Tagesbasis gezeigt habe. Aber was man halt auch sieht hier, im Kleinen ist der Markt jetzt schon mal hochgelaufen. Und wenn er ohne ein neues tieferes Tief umdreht, haben wir Chancen, die Oberseite raufzunehmen. Also, das an dieser Stelle sehr, sehr interessant für die kurzfristigen Trader, die jetzt schon auf einen Richtungswechsel setzen wollen alle anderen die sich sagen nö 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 moment mal hier könnte sich ja durchaus deutlich dynamik zur unterseite ergeben die sind genau jetzt auch wieder in der richtigen verordnung unterwegs denn schaut mal wir haben hier unten einen wichtigen unterstützungsbereich in dem level um die 07720 in etwa also dieses level was wir hier haben kurzen augenblick also dieser bereich hier der ist wichtig 77, 23 bis 25, um das mal auf die Zahlen hier zu bringen. Fällt das drunter, haben wir auf der Unterseite kurzfristig Anlaufpunkte, nehme ich hier genau die kleinen Zwischentiefs. Und das ist ja das Interessante. Schiebt es uns hier unten durch, können wir erstmal. Mit einem Rutsch nach unten rechnen, initiiert durch mögliche Absicherungsorders, die hier unten liegen. Sollten wir hier drunter fallen, wäre das natürlich dann ein weiteres Zeichen, dass sich dieser größere Abwärtstrend nach unten hin fortsetzt und dann die tieferen Anlaufpunkte mit annimmt. Da können wir uns dann auch hier mit Blick in den 4-Stunden-Chart wieder behilflich sein. Ein paar Drehpunkte haben wir ja auch hier, grob hier drüben an diesem Tief um die Marke von 0,75,57, beziehungsweise dann hier unten dieses kleine Level um die 075. Und dann haben wir schon hier das nächste Zwischentief bei 0,46. Äh, entschuldigt 0,74, 61, 62 rum. Da ist ordentlich was am Potenzial da. Und wenn man sich das Ganze mal ausmessen möchte, hier vom Zwischenhoch, äh, hier zum äh, Tief, was wir da drüben gehabt haben, und das Ganze mal unten runternehmen, jetzt muss ich mal hoffen, dass ich das hier... Das krieg ich es krieg nicht? Ach schade. Doch, jetzt haben wir es. Also. Wenn wir diesen Container mal unten reinsetzen, dann sehen wir schon, dass alleine an der Trendfortsetzung das Potenzial vorhanden ist, hier mal locker äh, dieses erste Level mit wegzunehmen. Also deutlich unter die Marke von ähm, 0,756 äh, zu fallen. Da ist viel, viel Luft nach unten und das kann man gut und gerne für die Tradeplanung nutzen. Hier. Im Währungspaar Austral-Dollar-US-Dollar. -Dollar. Also sehr, sehr, sehr interessant. Und für die, die es noch kleiner haben wollen, ähm, das ist hier. Fürs Intraday Trading interessant. Hier haben wir den Abwärtstrend nach unten laufen und auf dem Weg zum aktuellen Trendtief sehen wir hier natürlich noch ein paar schöne Anlaufpunkte hier unten rein. Das heißt, wenn es zur Trendfortsetzung tatsächlich kommt, momentan ist die Bewegung ja noch in vollem Gange. Haben wir hier, das mache ich jetzt mal kurz in einer anderen Farbe, durchaus auch noch Potenziale da. Das heißt, die Unterseite hier, wenn es hier unten drunter durchläuft, hier Anlaufpunkte haben wir da. An den kleinen äh, Zwischentiefs hier in der Aufwärtsphase. Wie schon gesagt, das ist jetzt der 15-Minuten-Chart. Das sind die Orientierungsphasen. In dem kleinen darf man ja nicht zu weit gehen. Äh, fürs Intraday-Trading von der Seite her schön der Weg nach unten deutlich da. Kommt es zur Umkehr allerdings, wenn der Markt keine Lust hat und das Szenario anspielt, dass er doch eher zur Oberseite dreht, da haben wir natürlich im kleinen Bereich auch Level nach oben. Hier natürlich. Das Zwischenhoch um die 0,77,48, dann hier das größere Zwischenhoch hier in diesem Bereich um die 0,77,68, und dann hier ist noch ein kleiner Zacken oben rauf hier im Bereich von 0,77,48. 75 in etwa, und dann stehen wir schon wieder oben. Also, wir sehen, dass, dass der Bereich, wo wir jetzt hier gerade stehen, der ist sehr, sehr, sehr interessant und dadurch hier an dieser Stelle das Ganze mit reinzubringen. Interessant auf alle Fälle haben wir da das dazu. Und dann schauen wir jetzt mal noch auf das Währungspaar. Britischer Fund Schweizer Franken. Das ist zwar das zweite Währungspaar heute mit dem Schweizer Franken, aber auch dieser Chart gefällt mir relativ gut. Britisches Fund Schweizer Franken. Wir sehen es hier oben, das Ganze. Wir gehen mal kurz auf den Tag mit rauf. Hier. Sind wir ebenfalls verortet auf einer wichtigen Oberseite. Das ist jetzt mal der Tageschart. Im Wochenchart sieht das Ganze ähnlich aus. Da sieht man sogar viel, viel schöner die ganze Trading Range hier, die wir haben, ähm, in der der Markt hier hin und her schwingt. Und wir sind halt gerade an der Oberseite der Range verortet. Und deswegen habe ich ähm, britisches Pfund Schweizer Franken mit drinnen. Und das ist jetzt wirklich interessant. Hier läuft nämlich gerade die Abprallbewegung von oben nach unten an dieser Stelle. Also hier. Schaut euch das mal an. Hier ist der Weg nach oben gewesen. Jetzt trendet der Markt hier runter. Die Abreibbewegung Abwehr, die läuft in vollen Zügen sozusagen und ist nach unten hin in vollem Gange. Und die nächsten Anlaufpunkte, wenn man sich mal die Zwischentiefs anschaut, also das Zwischentief-Extrem liegt natürlich hier unten um die Marke von 1,20. 68 äh, hier in diesem Bereich 120 75 76 ähm, ist äh, ein besseres Kauflevel das sehen wir hatten wir hier drüben schon der nächste Punkt der auf der Unterseite dann ist es dieses Zwischen hier 4 an dieser Stelle um die 1,2053 53 in etwa rum das sehen wir auch hier drüben das hatte schon historisch Relevanz und dann können wir uns wenn wir nur die Unterseiten dieser Aufwärtsbewegung mal anschauen weiter nach unten orientieren hier unten rein in diesem Bereich um die 119 68 und auch hier sehen wir, das ist wieder ein sehr sehr wichtiger Drehbereich und das ist das Thema der Abprallbewegung, da ist viel viel Luft nach unten rein und wenn sich das Ganze sogar nach weiter ausdehnt aus dem kurzfristigen in das mittelfristige, äh, haben wir echt gute Chancen sogar die Unterseite anzulaufen, weil wir kommen jetzt halt von oben und das ist halt das schöne dass man hier durchaus viel Potenzial zur Unterseite hat und hier, äh, weil der Weg, äh, das Ganze auch wirklich so so breit ist, hat man natürlich auch noch ganz andere Planungsmöglichkeiten. Ähm, das heißt, Moment, wo ist ich mein Zeichentool hier? Die Planungsmöglichkeiten sind hier in diversen Möglichkeiten drinnen, denn wenn man sich mal anschaut, was hier ist, wir haben ja hier grob gesagt steigende Hochs. Steigende Tiefs. Und wenn ich das jetzt einfach mal ganz grob skizzieren darf, äh, hätten wir hier die korrektive Phase, dann den Auflauf, dann die Korrektur, dann wieder den Auflauf nach oben. Hier oben natürlich die klare Umkehrformation, die wir hier haben. Aber wir haben jetzt hier einen Abwärtstrend, der die Korrektur darstellt. Und solange äh, wir nicht hier unten drunter fallen, unter dieses Zwischentief, was wir hier haben, Moment, das war das Falsche, äh, da läuft hier entsprechend nur eine Korrektur. Ja, und das ist halt so interessant. Da können wir sehr, sehr schön planen und sehr, sehr schön sehen, was los ist. Solange wie wir nicht hier unter dieses Zwischentief fallen, haben wir auch die Chance nach oben zu laufen. Das heißt, hier in diesem Schwungbereich wird es dann wieder wichtig hinzuschauen. Kriegen wir hier plötzlich Interesse der Käufer rein, haben wir gute Chancen wieder oben rein zu laufen. Fallen wir hier aber durch unten rein, dann ist es so, dass wir eher die Unterseite haben, dass da nicht wirklich Interesse da ist, diesen Aufwärtsschub weiter vorzugehen und wir eher Richtung Median bzw. Unterseite der Range laufen. Und das ist interessant und das ist das Umfang. Und hier kann jeder quasi so ein bisschen was draus machen. Wie schon gesagt, das Potpourri an Trading-Möglichkeiten ist ja relativ groß. Von der Seite her sehr, sehr viel zu tun an dieser Stelle. So, das wären die vorbereiteten Titel gewesen. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, was wir an Wunschmärkten haben. Britisches Pfund Neuseeland-Dollar. Gut, kriegen wir hin bei den Währungen. Habe ich das schon mal offen gehabt? Hier, das ist der Neuseeland-Dollar. Ne, noch nicht. Dann mache ich das einfach mal auf. So, freue mich immer über Wunschmärkte. Britisches Pfund Neuseeland-Dollar, da ist er. Chartfenster auf, einmal groß gemacht, damit wir uns das ganze Bild mal mit anschauen können an dieser Stelle. Und dann gucken wir einfach mal. Was hier los ist. Ich hoffe, der Blick in die großen Einheiten passen. Ansonsten bitte immer mit dazu schreiben, worauf ich schauen soll. Ähm, denn man weiß ja oder man merkt ja, dass in den diversen Zeiteinheiten durchaus unterschiedliche Dinge drin sind. Wie zum Beispiel, was ich jetzt hier sehe, bevor wir zur Großanalyse kommen, muss ich das jetzt einfach kurz loswerden. Hier. Das lädt doch ein. Na? Das schreit doch äh, nach dem Thema sks handels Brauche ich nicht viel zu sagen. Verortung in der Abwärtstendenz hier in den 15 Minuten gemerkt. Da ist viel Luft drinnen. Ne? Und wenn man einfach mal sieht, äh, wie groß die Differenz von hier oben ist. Das Ganze unten drauf Da können wir mal sehen, dass wir mal wenigstens bis hier unten reinlaufen können. Äh, hier wird es dann interessant unten. Also, mega. Schön hingeguckt, das britische Fund Neuseeland-Dollar. Aber ich sage an dieser Stelle, das Ganze ist immer nur im Kurzfristbereich, ne? Wenn wir uns das Ganze jetzt mal auf Tag anschauen, ähm, dann ähm, ist es immer wichtig, genau hinzuschauen, wo wir da stehen. Deswegen diese verschiedenen Dinge immer ineinander fließen zu lassen. Und hier sehen wir halt auf Tagesbasis eine sehr, sehr starke Aufwärtsdynamik. Und wir sehen halt auf Tagesbasis auch, dass wir momentan in einem Aufwärtstrend verortet sind. Hier, initiale Aufwärtsbewegung, Korrektur. Höheres Tief, hier sind wir oben drüber gegangen und wir sind jetzt nur in der korrektiven Phase. Das ist jetzt der Punkt und das ist die Krux. Darauf kommt es jetzt an. In welcher Zeiteinheit soll so ein Markt für die Setups zum Traden benutzt werden? Ne? Ich habe es gerade gesagt, im 15-Minuten-Chart sieht das Bild so aus, als wenn der Markt weiter runter will und die Relevanz ist sogar vorhanden. Heißt also hier an dieser Stelle, wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, wir sind hier, der Aufwärtstrend, den ich jetzt genannt habe, der ist halt über ein wichtiges Level drüber gelaufen, hier oben, über diese Marke. Das ist ein großer Verkaufsbereich. Da sind wir hier schon ein paar Mal drüber, haben aber immer wieder den Schub nach unten bekommen. Jetzt ging es oben drüber mit einem schönen, dynamischen aufwärts -Move. Jetzt kommt es halt drauf an, wir haben jetzt hier einen Aufwärtstrend auch schon da. Wie geht es weiter? Unter dem Vortagestief ist eher das Thema, dass diese SKS- die ich gerade geze gezeigt habe, tatsächlich Relevanz hat und wir uns auf die Unterseite begeben. Anlaufpunkt hier, wenn wir mal kurz in den Tageschart reinschauen wollen, hier unten mal locker dieses Level um die 1,8920. Das haben wir da. Aber man muss halt auch wissen, wir befinden uns hier. Aktuell in einer korrektiven Phase. Das heißt, das ist nur die Korrektur innerhalb dieses bestehenden Aufwärtstrends. Und da ist es halt da. Und wir sehen hier unten dieses Schwunglevel, dieser Unterstützungsbereich um die 1,89,20 ist halt da. Und das ist halt ein, ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Level, wo wir auch hinschauen müssen, wenn wir hier rumdrehen. Also, wir haben hier durchaus Potenzial die Korrektur nach unten auszudehnen, wenn der Markt komplett rumdreht, natürlich auf neue Tiefs zu fallen, aber durch die Verortung in dieser Aufwärtsphase haben wir hier tatsächlich gute Chancen das Ganze nach oben zu verlassen und wieder die Oberseite anzulaufen hier Richtung dieses Trendhochs reinzulaufen, das ist der Markt die Marke etwas über 19210 und dann haben wir nach oben hin ein paar schöne Anlaufpunkte hier. Schön auf die Zwischenhochs mit draufsetzen. Ich, ich packe das jetzt einfach mal grob drauf, was wir hier haben. Das wäre das eine und das andere hier, ein wichtiger Bereich hier, dieses Drehlevel, als der Markt hier tatsächlich grob die Richtung gewechselt hat. Was heißt grob, also ordentlich die Richtung gewechselt hat. Das war halt hier die Korrektur entsprechend zu Ende im größeren Bild und das war halt genau dieser Rahmen, den wir hier an dieser Stelle gehabt haben. Da ging der Aufwärtstrend zu Ende, der korrektive hier an dieser Stelle und der hat dann nach unten gedreht. Ne? Also, hier, das war der korrektive Aufwärtstrend hier oben rauf und dann ging es halt tatsächlich wieder direkt rein hier in diese trendige Abwärtsphase, die wir hier haben. Also, das Ganze schön nach unten zu sehen und die Zwischenhochs hier sind dann immer wieder die relevanten Anlaufmarken. Das ist der Blick in britisches Pfund Neuseeland Dollar. So. Dann kriegen wir noch weitere Fragen zu den Indizes, und zwar ähm, den UK 100 und den äh, SWI. Ich, ich nehme mal an, hier ist der Schweizer äh, Aktienindex ähm, ähm, gemeint. Den schauen wir uns natürlich auch gleich noch mit an. Also, damit wären wir erst einmal zunächst zumindest durch äh, mit, den, äh, mit den Währungen. Genau, jetzt kommen wir wirklich zu den äh, Indizes. Also, die erste Frage die wir hatten und ich merke schon auch an den Fragen, da ist, das Ganze ist hier zumindest mit Blick auf UK ziemlich kribbelig in den Fingern drinnen und das ist immer wieder echt total interessant zu sehen. Ich hatte das ja gesagt, die Trends sind halt ganz, ganz wichtig und Märkte bewegen sich nun mal und wenn wir uns jetzt mal den, den UK 100 anschauen wollen, also den FUZI 100 sozusagen, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Wo ist kurzen Augenblick? Doppelklick drauf. Da haben wir. Ihn. Wir sind weiterhin in der Ausdehnung der korrektiven Phase. Ja, und wenn man sich das mal anhält äh, oder anschaut an dieser Stelle, ähm, wir sind äh, verortet in einem in einem aufwärts gerichteten Markt. Eine Sache ist hier natürlich sehr, sehr wichtig, hier oben zu sehen. Das Level um die 7000-Punkte-Marke, das ist natürlich eine Hausnummer. Ja, und zwar eine ziemlich große. Und dass so ein Level nicht einfach mal so aus dem Markt gewert, äh, genommen wird, ähm, ist schon eine, eine sehr, sehr klare Nummer. Ähm, muss man einfach konstatieren. Nichtsdestotrotz, der Aufwärtstrend ist intakt. Der Aufwärtstrend ist sehr, sehr sauber. Also, das hier ist nur die Korrektur. Vom Aufwärtstrend. Und wenn wir uns diese Zeichnung hier auch mal anschauen, deswegen habe ich es mal machen lassen, das hilft dem einen oder anderen dann vielleicht auch. Es kommt jetzt immer darauf an, welchen Handelsansatz man verfolgt. Kurzfristig ist dieser Markt definitiv abwärtsgerichtet. Wir haben hier im Kleinen den Abwärtstrend. Ich zeichne den mal kurz ein. Hier an dieser Stelle, Moment, das ist der Aufwärtstrend und hier haben wir den Abwärtstrend laufen. Ne? Fallende Tiefs, fallende Hochs. Jetzt bricht es hier und das Zwischentief drunter durch. Das heißt, nächstes Anlauflevel mal hier: diese Trendfortsetzung. Grob über den Daumen, die Marke von 6635 Punkten. Das wäre mal der nächste Unterstützungsbereich hier an dieser Stelle. Das ist wichtig, dieses Level zu haben. Bricht das weg. Nächster Anlaufpunkt hier: können wir uns den Bewegungsarm anschauen? Das kleine Zwischentief, grob. 6432 und dann das Zwischentief hier unten in diesem Auffanglevel, das hatte hier drüben Relevanz, das hatte hier auch immer wieder Relevanzen, die Marke von 6300 bis 6310 und das ist halt jetzt ganz klassisch die Korrektur und wenn die umkehrt, bekommen wir schöne Longsignale. Ich hoffe, das habe ich auf der Uhr, dass ich das beispielsweise dann hier auch mal zeigen kann. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, und deswegen. Hier haben wir deutlich Potenzial zur Chartunterseite drauf. Wir sehen es hier an dieser Stelle. Der Markt ist in seiner korrektiven Phase drinnen. Wenn ich jetzt den größeren Zeitrahmen mal anzeigen lasse, sehen wir, das hier ist auch in diesem Kontext der, der letzte Bewegungsarm hier. Das ist der Trend nach oben. Ganz groß. Den Trend hatte ich ja vorhin auch angezeigt. Und das, was wir hier jetzt sehen, ist tatsächlich halt. Die korrektive Phase. Und wenn es hier tatsächlich unten drunter bricht und zwar nachhaltig bricht, dann haben wir die Fortsetzung. Und die kann sich halt ausdehnen. Im Tageschart hatte ich ja schon die ein oder andere Marke gezeigt. Hier mit Blick in die kleinere Zeiteinheit, je nachdem, wie eng man das Ganze auch für die Unterseite traden mag, hat man noch ein paar weitere Anlauflevel hier an dieser Stelle, hier in diesen Bereichen genannt. Hier diese kleinen Mini-Zwischentiefs, die wir hier haben, die können dazu immer wieder rangezogen werden. Und da wäre halt hier die Marke von 6600 Punkten. Wir sehen auch hier im kleineren Bereich hat dieses Level durchaus schon relevant gehabt dann hier dieses kleine mini zwischentief aus der aufwärtsbewegung hier oben raus der schub nach oben da haben wir hier das level um die 6500 knapp 50 zähler also hier dieser bereich so in etwa und dann ja dieses zwischentief hier unten bei 6514 das sind Marker die da sind Korrektur, Ausweitung, schafft es der Markt, sich hier irgendwann zu lösen und hier einen neuen dran zu machen? Das wäre dann genau die Umkehr. Aber momentan sieht es ja eher so ein bisschen aus, als wenn der Markt nach unten weiter ausweitet und tja, in die Korrektur der vorangegangenen deutlichen Kursanstiege mit auch reingeht. Das sozusagen hält. Und wie schon gesagt, hier war noch die Frage, die 7000 beim UK 100 haben nicht gehalten. Ja, wir waren ja noch gar nicht da. Die halten dann vielleicht beim nächsten Mal. Schauen wir uns das Ganze an. So, okay, das passt. Und jetzt gehen wir mal zum Schweizer Aktienmarkt. Auch den mache ich direkt mal neu mit auf SMI oder Swiss20 hier in diesem Falle. Den nehmen wir jetzt einfach mal mit rauf auf die Agenda hier. Neues Chartfenster und da schauen wir uns diesen Markt mal mit an. Der prügelt natürlich heute auch heftig runter. Ähm, also wir sehen, heute ist Gewinnmitnahme-Freitag. Äh, da geht oder was heißt Gewinnmitnahme-Freitag? Aber wir haben halt sehr, sehr starken entsprechenden Abgabedruck auch da. Und das sehen wir an den Märkten rundherum. Und da sehen wir, wie stark der Druck hier ist. Jetzt aber hier im 15-Minuten-Chart. Sehen wir sehr, sehr deutlich, da sehen wir auch hier, dass dieses Level hier ganz, ganz wichtig ist. Wartet mal, ich mache mal kurz noch das raus hier, dass ein bisschen mehr Ruhe reinkommt. Also, dieses Unterstützungslevel hier unten im kleineren Bereich, also grob gesagt, wirklich, das ist immer nur grob, die Marke von 10.860 bis 10.850 hier unten in diesem Schwungbereich. Das sind ja meistens Schwungbereiche. Das ist jetzt ein Auffangbereich, ein Drehbereich, der hatte hier hinten schon öfter Relevanz. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal kurz im Tageschart an und da sehen wir, was auch da ist. Der Markt ist weit gelaufen, der Markt ist sozusagen auch hier bis in Richtung dieser oberen Seite oder unteren Seite des Gaps gelaufen und ist dann erstmal in die korrektive Phase reingegangen. Was wir hier auch sehen ist, im großen Bereich haben wir ganz klar den Aufwärtstrend auch weiterhin ganz gesund, ganz intakt am Laufen. Das heißt hier allein, wenn wir uns mal das letzte Stück anschauen, hier diesen Schub nach oben, da ist wirklich alles noch im grünen Bereich. Das Problem ist halt einfach, oder es ist jetzt nicht wirklich ein Problem, aber das ist halt das Marktgeschehen, was wir momentan überall sehen. Wir sind hier über ganz, ganz wichtige Marken drüber gelaufen. Das in Teilen in guter Dynamik. Und auch der Schweizer Markt hat ja auch noch ein Stückchen Platz bis zum Allzeithoch. Ähm, mit guter Dynamik. Und dann haben wir halt hier oben so Marken, so Level, die sind gar nicht so, äh, so leicht äh, vom Markt rauszunehmen. Und das muss man auf der Uhr haben und um das Ganze auch einzufassen. Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, was man hat und das, was wir hier sehen, das sind ja immer Nachrichten, die man aus dem Chart rauslesen kann. Und die bedeuten ja ähm, für jeden was anderes. Ne? Für denjenigen, der investiert ist, schon drinnen ist und jetzt der kalte Füße bekommt, der bekommt natürlich Angst. Jemand, der sich sagt, okay, ähm, jetzt gab es hier den starken Schub nach oben und ich warte schon eine halbe Ewigkeit auf eine Korrektur. Für den ist das jetzt natürlich sehr, sehr schön zu sehen, was wir hier haben können. Das ist halt das schöne Umfang. Das ist äh, wie halt. An der Bushaltestelle, wer den Bus verpasst hat, weiß, es kommt ein nächster. Und wer den Schub hier verpasst hat und weiß, dass sich Trends in aller Regel gerne mal fortsetzen, kurzen Augenblick bitte, der hat dann halt tatsächlich die Chancen, in der Korrektur mit einzusteigen. Und das ist jetzt das Wichtige an dieser Stelle hier: das ist jetzt Korrekturverhalten. So. Und die Korrektur hat halt Platz, sich nach unten auszudehnen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal kurz anschauen wollen, hier auf Tagesbasis, da sehen wir den Markt schön nach oben schwingen und im kleinen Bereich, beziehungsweise die wichtigen Bereiche, schaut mal hier oben. Das Ausbruchslevel wäre mal das erste. Hier sehen wir, wie sich die letzte Bewegung schön nach oben geschlängelt hat. Ja, das ist wichtig hier an dieser Stelle, das zu sehen. Ich räume den Chart mal ein bisschen auf. Also, es ist ja nicht wirklich was. Wir sind hier oben in der, sag ich mal, Außenkerze noch verortet. Und wenn wir tatsächlich unter diese Kerze hier fallen sollten, also dieses Level um die Marke von 10.800 äh, und ein paar eine 70 oder 60, 70, diese Bereiche verlassen sollten. Das wäre halt eine Korrektur ausdehnung an dieser Stelle. Und da können wir uns zur Unterseite hin orientieren. Hier unten haben wir den nächsten Auffangbereich leicht. Ne? Tageschart drauf, hoch, hier drauf, wieder hoch. 10.742 und dann dieser Bereich hier, das ist alles ganz normal im Sinne dieser Bewegung hier kann der Markt sogar deutlich tiefer noch korrigieren, unten rein, ohne Probleme mal unter die Marke von 10.300 Punkten im Schweizer Index, das ist alles okay und solange wir hier in diesen großen Tendenzen bleiben, passt das alles, was wir hier halt auch sehen ist, wenn wir uns mal den Stundenchart auch anschauen da sehen wir halt dieses Level, was ich hier gezeigt habe, dieser Bereich hier. Und da ist wirklich alles in Ordnung. Hier ging es ganz lange seitwärts. Starkes, langes Kauflevel. Die letzte Korrektur hat da drauf aufgesetzt und ist hochgelaufen. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal anschaut, wie schon gesagt, ähm, es gibt da nie Garantien dafür, aber wenn man sich den aktuellen Markt einfach mal anschaut, hier, das war sozusagen der letzte Korrekturbereich und wir sind jetzt hier in diesem Kontext aus der Korrektur nach oben aufgebrochen. Hier, den Schub nach oben. Hier hat sich alles ein bisschen mehr oder weniger seitwärts verlaufen, also das ist der Bewegungsarm und der wird jetzt halt korrigiert. Den sehen wir innerhalb eines Abwärtstrends, das ist alles klar, aber noch ist hier alles im grünen Bereich. Erst dann, wenn wir sozusagen hier deutlich das Ganze rausnehmen, dann müssen wir eine deutlich tiefere, sage ich mal, Korrektur auch erwarten. Aber solange, wie der Markt hier noch nicht das Zeichen gegeben hat, dass es soweit ist, würde ich mir hier kurzfristig zumindest noch nicht die großen Sorgen machen für das ganz, ganz große Bild. Wer allerdings hier im Kleinen investiert ist und die kurzfristigen Trades mitmacht, ähm, der muss natürlich auch davon ausgehen, dass wir hier eine Entscheidung treffen, entweder es dreht rum, ja, dann ist das Thema Short natürlich in Gefahr oder es kommt ordentlich zum Druck nach unten, dann wissen wir Korrekturausdehnung ist da und das dann zur Unterseite reinzunehmen. Also sehr sehr wechselhaft das ganze hier, aber Leute, wenn wir uns diesen großen Bild mal anschauen, das ist wieder genau so was, wie ich sage, lasst uns erstmal die Wochenkerze abwarten und dann schauen, was der Markt nächste Woche draus macht. Und dann ist gut. Ne? Also die Kerze hier, natürlich eine sehr, sehr starke Umkehrkerze hier an dieser Stelle. Und die hat durchaus das Potenzial, ein deutliches Umkehrsignal zu geben und dann auf Wochenbasis die Korrektur runterzubringen. Schauen wir mal, warten wir mal ab, was sich hier entsprechend ergibt. Das wäre es dazu. Ähm, jetzt muss ich mal kurz schauen, was noch an Fragen gekommen ist. Hier haben wir noch eine zum SP 500. Genau. Ja, yep, genau. Also hier gibt es eine Frage zum S&P 500. Äh, nach dem Ausbruch ist der Markt nun wieder an das Ausbruchslevel gelaufen. Äh, das Momentum ist aber ziemlich stark. Regulär wäre der Einstieg Long möglich oder wie siehst du das? Also, passt auf, auf ähm, Fragen, ob er jetzt Long oder Short gehen könnt, ähm, da gibt es ein Gesetz, was sagt, sowas ist verboten. Punkt. Ja, also solche Fragen ähm, darf ich nicht direkt beantworten, aber... Was wir hier immer wieder machen, ist, wir lesen einfach so ein bisschen den Markt. Ne? So, das heißt, wir schauen uns jetzt den S&P 500 mal an. Hier ist er auf Tagesbasis. Er kommt hier natürlich deutlich zurück. Was wir hier auch sehen ist, ähm, dass der Ausbruch jetzt aufs Allzeithoch ähm, ja ziemlich schnell wieder abverkauft wurde. Ne? Hier kam der Tag mit dem Ausbruch, dann gestern die Konsolidierung, jetzt geht's nach unten. Das heißt, wir laufen hier in eine Korrektur rein und äh, mit Blick auf das, was wir hier an dieser Stelle auch haben, sind wir hier, ich zeichne das einfach mal kurz ein bisschen weiter äh, in einem Trendkanal verortet, wo wir sozusagen jetzt in Richtung Oberseite anstoßen und in Richtung Unterseite reinlaufen. Hier das sieht wir auch sehr sehr schön, wenn wir uns mal den kleineren Trend einzeichnen lassen. Der tingelt sich hier schön hoch und runter jetzt ist beiden vereidigt da gab es etwas vorschusslorbeeren nächste woche haben wir die fettsitzung ähm, da könnte es durchaus schon ein bisschen was an korrektur geben so das heißt für mich wenn ich diesen chart jetzt lese im großen bild ist nach oben auch alles in ordnung ja auch wenn man immer wieder hört äh, an dieser stelle ähm, dass die Märkte viel zu weit gelaufen sind, dass alles viel zu teuer ist. Ähm, dass, dass, dass diese, diese Sätze kenne ich seitdem, ich äh, mich mit den Kapitalmärkten beschäftige. Äh, und ich kann euch sagen, äh, dass wir heute ähm, überall deutlich höher stehen als äh, Ende der 90er Jahre. Von der Seite her ist es halt einfach nur wichtig, äh, ganz in aller Ruhe das Ganze zu analysieren. Und wenn wir uns den SP 500 hier mal anschauen wollen, dann gehen wir einfach mal kurz in den Stundenchart. Und da sehen wir, dass der Stundenchart momentan in einem Abwärtstrend verortet ist. Also das, was sich hier nach unten führt, ist definitiv da. Ich mache jetzt mal kurz den Zeitrahmen rein. Wir sehen es hier, das ist die Korrektur der letzten starken Aufwärtsdynamik. Und da müssen wir uns jetzt an dieser Stelle einfach mal hier den kleineren Trendverlauf anschauen und wir sehen, mit dem Bruch dieses Levels hier unten sind wir definitiv in die Abwärtsphase übergegangen. Der Abwärtstrend ist hier schon eher entstanden, aber als wir hier unter dieses Level drunter gerutscht sind, hier, äh, ich hänge hier mal kurz ein Preisschildchen dran, hier ganz grob unter, dieses, unter diese Marke, was war denn hier das Tief gewesen? Ach, es ist eigentlich egal. Da kommt es jetzt nicht auf den, auf, den, auf den Tick hinten drauf an. Grob die Marke von 8000, äh, 3800 und ein bisschen unter 50. Da sind wir halt runtergelaufen. Und jetzt müssen wir einfach mal sehen, wo Anlaufmarker sind. Und das ist das viel, viel wichtigere jetzt. Und da sehen wir es halt. Moment, das kann ich gleich mal kurz rauslöschen. Ähm, hier an dieser Stelle, dass wir hier dieses Auffanglevel das ist das letzte große Ausbruchslevel hier äh, diese markt die wir hier drinnen stehen haben hier unten dieser bereich so um die 8000, 3825. Äh, wenn das jetzt erstmal keine Verteidigung bekommt, ja, dann haben wir schon durchaus äh, das Potenzial, weiter runter zu laufen. Äh, und das ganze Potenzial äh, als Auffangpunkte. Da können wir uns wieder schön an dem orientieren, was wir haben. Denn wir haben auch in der Historie hier ein paar schöne. Ausbruchslevel liegen, die relevant sind für die Märkte. Das wären zum einen mal hier unten, ich ziehe die Linien einfach mal kurz rein, also hier dieses Level so ganz grob um die äh, 3810, 3812 im Kurzfristbereich und dann hier dieses Ausbruchslevel um die Marke etwas über 3800 Punkten. Das sind mal klassische Kauflevel, wo durchaus weitere Investoren warten oder Trader warten, ihre Positionen nach oben aufzustocken. Und das ist halt auch dann eine relativ tiefe Korrektur bezogen auf das, was wir hier gesehen haben, also diesen Schub nach oben hin sozusagen. Das wären da durchaus sinnvolle Anlauflevel. Würde mich nicht wundern, wenn dort schon die, die sag ich mal, Kauflust wieder zurückkehrt und man sich einfach sagt, tiefere Kurse sind hier Kaufkurse. Ansonsten können wir uns weiter auf der Chart Unterseite orientieren. Das nächste größere Auffanglevel unter den jetzt schon genannten wäre mal hier dieses Zwischentief grob um die Marke bei 3780. Also, wir haben durchaus deutliches Potenzial zur Unterseite. Sollte es aber zu einer Umkehr kommen, bitte direkt an diesen Marken hier mal wirklich auf die Lauer legen und schauen, was losgeht, denn das sind oft die Punkte, dass man sich sagt, okay, da warten Chancen, um wieder in Richtung der übergeordneten Marktsituation auch reinzulaufen. Also schön planen und das ist das Gute hier an dieser Stelle. Das passt. Also wir müssen einfach schauen, wie schon gesagt, momentan ist das Momentum nach oben ein bisschen rausgegangen. Der Ausbruch zur Oberseite, der kam allerdings mit deutlichem Momentum hier an dieser Stelle. Also sehr, sehr deutlich auch nach oben gelaufen. Aus der Korrektur von unten raus. Das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Jetzt haben wir die Gegenbewegung und da muss man einfach sehen. Also, das, was wir hier jetzt sehen, ist äh, ein Zeichen dafür, dass das Long Momentum erst einmal äh, rausgeht aus dem Markt, aber es kann auch relativ schnell zurückkommen. Ähm, nur es würde mich nicht wundern, wenn wir erstmal hier ein bisschen Korrektur machen, unten rein an Richtung der unteren Trendlinie. Hier haben wir in der Vergangenheit schon immer mal gesehen und um dort erst die Käufer wieder reinkommen. Das müssen wir sehen, wie das Ganze hier entsprechend weitergeht. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich hier nichts verpasse. Schöne Aktivität heute auch in äh, Zoom. Ich freue mich da immer drüber. Äh, hier kriegt man noch die Frage, ob es möglich ist, dass ich mal ein Live-Trading-Session mache. Ähm, sowas mache ich relativ äh, selten, so richtig klassische Live-Tradings. Ab und zu mal auf einer Messe. Ähm, an diesen Punkten. Äh, das hängt ein bisschen auch mit daran zusammen, äh, dass wir hier bei Ticken halt auch regulatorische Sachen haben, dass ich nicht einfach sagen kann, okay, ähm, das ist jetzt eine Kaufempfehlung oder das ist eine Verkaufempfehlung. Ähm, müssen wir mal schauen, wie wir das machen, ob wir da mal im Rahmen einer Messe äh, was, was zum Thema Live-Trading machen, aber da bitte auch nicht enttäuscht sein. Ähm, der Seidel ist kein Intraday-Trader und das ist ja das, worauf viele auch immer schauen. Ähm, die Intraday-Trader, die polarisieren natürlich deutlich mehr an dieser Stelle, ne? Ja, wenn es kurzfristig mal richtig Action gibt, ist das natürlich schön. Ich verdiene mein Geld eher über die Swings, das nachhaltig und langfristig. Ähm, das ist halt einfach so, wie ich da reingewachsen bin. Aber ab und zu, wenn es mich in den Fingern juckt, gehe ich halt auch mal in die kleineren Zeiteinheiten. Aber es freut mich äh, über, diese, über, diese, über diese Anfrage hier an dieser Stelle. Müssen wir mal schauen, vielleicht kriegen wir da mal irgendwo was hin, äh, weil das Thema Live Trading Session ist halt auch so. Man kann halt auch schöne Setups, die sich entwickeln, auch für das Thema Swing Trading in sowas mal mit umsetzen. Muss man schauen, ähm, ab das Thema. Auf der Agenda, vielleicht können wir das mal im Rahmen der Messe mitmachen. Das wird sich zeigen. Aber auf alle Fälle freut mich das Ganze wirklich sehr. Das ist der Blick in den S&P 500. Oh man, die Zeit die verrennt heute so. Das ist echt extrem. Wir machen jetzt noch mal eben den Blick in den in den DAX. Der ist ja auch für viele sehr sehr wichtig, weil es einfach unser Heimatmarkt ist hier der DAX. Jetzt muss ich schnell schauen. Da ist er hin, zack, zack, dort oben rein. Und auch im DAX sehen wir heute einen sehr, sehr, sehr schwachen äh, Tag, den wir hier haben. Also der Markt kommt wirklich deutlich schwach rein. Er konnte sich nicht hier oben über dieses kleine Widerstandslevel knapp über 14.000 Punkte, ähm, sage ich mal, etablieren. Stattdessen gab es gestern diese Unentschlossenheitskerze und heute kommt der massive Rutsch nach unten rein. Möglicherweise ein bisschen Enttäuschung über die EZB. Man hat sich dort vielleicht dann doch etwas mehr erwartet. Das muss man sehen. Aber es ist einfach jetzt zu sehen, der Markt drückt ordentlich nach unten raus. Wir testen gerade hier äh, dieses Support-Level um die Marke von 13.800 Punkten. Wenn das nicht als Kauflevel hält, dann müssen wir sehen, was passiert hier unten am aktuellen Zwischentief bei 13.760 Punkten an dieser Stelle. Und damit mal kurz der Blick noch in die kleine Zeiteinheit, damit wir das schön planen können. Wir sehen der Bruch, der Schub nach unten kam, sehr, sehr schön, sehr, sehr trendig unten rein und hat jetzt weiteres Potenzial, wie ich schon gesagt, im Tageschart haben wir das Ganze schon gesehen, hier an dieser Stelle, das Zwischentief 13.670 ist ein wichtiges im Kurzfristbereich, bei dieser hohen Wohler, die wir hier momentan haben, ist es dann halt auch zu sehen, nächster Anlaufpunkt hier unten, hier ist halt nichts, was großartig aufhalten kann, und wenn das aktuelle Support-Level, die 13.8 nicht halten, ist der Weg halt frei und hier sehen wir es im Stundenchart: das letzte Bereich, der letzte Auffangbereich 13.670 bis 13.690 hier oben rein. Das ist wirklich interessant. Und hier muss ich noch mal ganz kurz hier reingehen: Wir haben schon mal dieses Wendelevel jetzt hier knapp um die 13.770 getestet und wenn wir da massiv drunter fallen, dann gut Nacht, dann sieht es erst einmal kurzfristig für eine deutliche Korrekturausdehnung aus, aber das ist noch kein Muss. Beziehungsweise, wenn wir uns jetzt mal den aktuellen Trend hier anschauen, schaut mal hier, das ist das, was wir haben. Der korrektive Trend ist abwärts gerichtet und wir laufen gerade im Trend dessen Bewegungsarmes und das ist ja der, der hier runterläuft. Da haben wir jetzt natürlich Korrekturpotenzial. Und dieses Potenzial ist erst einmal zunächst hier oben das Anlauflevel vom Ausbruch. Um die 13.875 Drehbereich haben wir auf alle Fälle auch hier im DAX. Das zu den Indizes. Jetzt sehe ich erstmal keine ähm, weiteren Fragen. Das passt an dieser Stelle. Wir sind heute schon so weit fortgegangen. Ich hatte ja gesagt, ich hatte noch kurz ähm, das Thema der Inflation mit auf der Uhr, aber äh, aus zeitlichen Gründen ähm, verschiebe ich das in die nächste Woche. Das rennt uns hier nicht weg, äh, das Thema, was wir da haben. Ich hatte da auch eine Folie, eine Grafik vorbereitet an dieser Stelle. Hier mal mit Blick auf ähm, Preiszuwächse im Lebensmittelbereich und im ähm, Industriebereich. Äh, das gucken wir uns nächste Woche mal in Ruhe an. Das ist aber etwas Wichtiges zum Thema Inflation, woran man so ein bisschen äh, mal schauen kann, wie sich das Ganze entwickelt. Da gucken natürlich auch die Notenbanken drauf. Deswegen machen wir das dann, wie schon gesagt, in Ruhe in der nächsten Woche. Das passt. Also. An dieser Stelle sage ich wie immer danke fürs Zuschauen. Allen einen angenehmen Trading-Freitag. Ähm, und äh, ja, an dieser Stelle kommen Sie gut ins Wochenende. Spezielle Grüße heute mal ausnahmsweise an die Elena. Äh, auch dir ein gutes Wochenende und bye bye. Wir sehen uns irgendwo irgendwann auf dieser Welt. Bis dahin, tschüss und allen erfolgreiche Tradings. Bye bye.